Hast du Idefix auch nicht gesehen? Wo steckt er bloß? Obelix, im Dorf ist etwas Schreckliches passiert. Alle unsere Freunde sind verschwunden. Unsere Häuser brennen. Was erzählst du da? Hier! Römer, hier lang! Folge mir! Yes, Folge Asterix. Dann weißt du, wie es lang geht. Ey, Römer! Obelix, dein Traum wird wahr. Dauerhaft Römer. Einfach zerkloppen. Ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderschön. Ey. Lock, lock und heppa. Hepp. Puff. Puff. Puff, puff, puff. Puff, 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 puff. Puff, puff, puff. Helme. Das sind ja Schiffe. Oh, Schiffe. Ein Helm? Vergessen? Und hoch und runter und drüber und drunter. Also dieses Spiel verläuft sehr einseitig, finde ich. Bis jetzt. Bam, 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 bam. So, da und beide. Ah, jetzt hat es uns erwischt. Klack und klick und bum, bum, puff. So. Da haben sie allerdings noch großzügig getan mit drei Schlägen. Die könnten wesentlich mehr aushalten. Mal wieder die Kamera richten. So. Hey, ein Multiplikator, wunderbar. Also, so viel sammeln, wie es nur geht. Helme, bevor er aufhört zu zählen. Helme einsammeln. Helme, er blitzt schon. Ah, oh, das hat gerade noch so gereicht. Haha, Wahnsinn. Aber ein paar schöne Helme haben wir jetzt schon. 400. Hä? Ei, da haben wir ja einen Lorbeerkranz wieder mal. Und, da geht's hoch und da, hallo, da geht's, okay, da kann man die Kamera drehen, so. Yeah! Alle auf einen, einer für alle, oder wie hieß es doch gleich, einer für alle und alle für einen. Daran sollten sich die Römer mal ein schönes Beispiel nehmen. Ey, juhu! Wuhu! Hey! Weißt du wieder was? Wie ich sehe, hast du deinen treuen Gefährten wiedergefunden. Gut so. Denn ihr könnt eure Freunde nur zu zweit befreien. Mehrere von ihnen sind auf zwei verschiedene Schiffe verschleppt worden. Man kann sie in der Ferne sehen. Eines von ihnen ist anscheinend in Richtung der nordischen Länder unterwegs. Aber über das Ziel des zweiten weiß ich nichts. Ich habe auch Truppen gesehen, die einen alten Druiden in einem Käfig abtransportiert haben. Verlass den Strand und sieh dich gut um. Wer wird denn das wohl sein? Du solltest sie ohne Probleme einholen können. Wer wird denn dieser Druide mit weißem Bart in einem Käfig wohl sein, hä? Hä? Ey Junge, wo bist du? Und noch mehr Römer. Ey, Leute, wir sind ja da im richtigen Kinderparadies. Und als Römer, immer mehr Römer. Oh, schön. Diese Helme, die werden uns wahrscheinlich noch etwas bringen, denke ich mal. Im Verlauf des Spiels. Boom. So, und diesen Spielstand überspeichern wir gleich mal. So. Und jetzt geht's weiter. Mal wieder ein paar Heilen. Hammelkeulen. Wildschweinkeulen. Oh, Idefix! Ich habe Idefix wiedergefunden. Das ist ein wertvoller Verbündeter bei den Kämpfen.
drücke auf die Taste, die Idefix zugewiesen ist. Würde I sein. Damit er die Römer in den Hintern beißt. Sie lassen dann die Waffen fallen. Am Ende dieses Pfades ist eine Lichtung. Dort sind mehrere Flaschen mit Zaubertrank versteckt. Eine davon in der Nähe des großen Holzturms. Sammel sie auf, um einige Sekunden lang übermenschliche Kräfte zu erlangen. Obelix kann diesen Zaubertrank nicht trinken. Aber das weißt du bestimmt schon. Jetzt stellen wir uns mal dumm. Genau, Asterix. Jetzt stellen wir uns einfach mal dumm mit Obelix. Und zwar für diejenigen, die es nicht wissen. Obelix ist als kleiner Junge in den Zaubertrank geplumpst. Was bedeutet, er hat einige Problemchen. Denn, das haben wir ja mal in einem Comic gelesen. Ich weiß allerdings nicht mehr, welches Comic das jetzt genau war. Ist ja auch pure Nebensache eigentlich. Ups. Denn wenn er noch mehr Zaubertrank trinkt, dann verwandelt er sich zu Stein. Ups. Ja, ich krieg dich. Ich krieg dich. Blauer Helm. Ups. Och, komm schon. Leute, warum kann ich da eigentlich nicht die Kamera weiter drehen? Ist doch auch irgendwie kacke. Ja, huu! Ein X10er, der kann uns viel Helme bringen. Yes, yes, alter Herr mit dem Helm. Jawoll. Alter, der Kerl nervt. Wie oft kommt wieder ein? Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Wie oft will er noch auftauchen, frage ich mich. Dieses Gerät ist eine Maximus-Repetierkanone. Um sie zu benutzen, musst du dich ihr lediglich nähern und auf die Aktionstaste drücken. Wenn Obelix an deiner Seite ist, kann er die Repetierkanone seitlich bewegen, während du sie benutzt. Drücke auf die Sprungtaste, um herunterzusteigen. Diese Repetierkanone wird von einem Kampfriegel blockiert. Eliminiere alle Feinde, die sich in der Umgebung aufhalten, und der Riegel verschwindet. 70 Legionäre dürfte zu schaffen sein. Mit Zaubertrank 1000 Mal. Ey, da hinten ist ja etwas. Da ist ja etwas Grünes. Wenn das kein Zaubertrank ist, na, dann wird's 1000 Mal leichter. Whee! Hey, Junge. Jawohl. Alles her mit den Römern. Kombo-Modus. Klasse, toll. Kombo-Modus, was bringt er uns der? Ich kenne keine Kombo-Attacke. Können wir da jetzt vierfach konnten? Nee, bringt doch nichts. Hallo? Ich verstehe gerade den Sinn vom Kombo-Modus nicht. Hallo? Da war doch noch irgendwo ein Zaubertrank, ähnliches Ding. Da hinten. Zaubertrank, 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 Zaubertrank. Yes. Also 70 sind richtig schnell. Oh, eine Schildkröte, Wahnsinn. Toll. Wir nehmen uns jetzt die Schildkröte vor. Da freue ich mich richtig drauf. Klack, 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 klack. Und weit drauf. Ob da immer Sinn oder nicht. Na? Sonst noch jemand? Kommst du mir blöd, Alter? Hä? Was willst du? Muckst du auf? Muckst du etwa? Hä? Hä? Was willst du, du Kleiner? Kleiner Zwuckel, du? So, einer fehlt noch. Wo ist der? Lass mal Helme sammeln. Helme, Helme, Helme. Ja, der Welt.
Children. Ach du Scheiße, dürfen wir. Nee, oder? Wir wollen aber nicht mit dem Gegner die Schildkröte, oder? Oh fuck, ey, zieh die. Sieht nicht schlecht. Jetzt können wir. Nein! Können wir nicht. Jetzt. Oh, wegen einem Schlag hat's noch. Ah, fuck. Aber da hinten sind auch noch Helme. Gehen wir erstmal da nach hinten. So, Dalle. Oh Mann. Viele Kästen. Bevor wir weitermachen, schlagen wir erstmal da die Kästen auf. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Neiner, schöne Sache. Wunderbare, schöne Sache. Sehr schöne Sache. Wunderbare, schöne Sache. Schöne Sache. Wirklich sehr schöne Sache. Schöne Sache. Da ist noch ein Zehner. Wenn wir da hochgehen, können wir ihn vielleicht noch erreichen. Hey, du sollst den Zehner da kriegen, nicht einfach so runterfliegen, also wirklich. Asterix, hey, da vorne, da oben ist ein Zehner, da sollst du hoch. Kann ich den sehen? Nein. Oh, ich komme nicht hin. Ich brauche den Zehner, ich mag den Zehner, ich mag den Zehner. Zum Donnerwetter. Ah, schaffe ich nicht mehr. Scheißdreck. Ich glaube, da habe ich jetzt den Kastenstapel hochgeholt, also runtergeholt, mit dem ich diese Dinger da mach. Oh klar, logisch, natürlich, kommt ja, klasse, super, und keine Kisten mehr da. Da bringt mir ja äußerst viel, Mann. Ah, eine Kiste, zwei Kisten. Nein, schade. Schade. Und bum 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 bum. Jetzt geht's rund. Ah ne, ich schieß noch ein bisschen. Wow! Asterix, das kriegt dich wieder ein. Wow, ey, heb die Kanone auf einmal ab. Geil. Da ist noch ein Loch. Da müsste ich durchkommen. Ich hoffe ich mal. Bravo! Du bist auf dem richtigen Weg. Mach dir keine Sorgen um Obelix. Er wartet auf der anderen Seite. Bis es dir gelungen ist, ihm eine größere Passage zu öffnen. Ich glaube, es geht hier lang. Schön. Dann gehen wir doch mal hier lang. Aber da sind Kisten. Nein! Ey, nee, oder? Und ich hab die ganzen. Oh fuck, ich bin kein Talent in dem Ding mit dem Multiplikator. Ich hab kein Glück. Ey. Na, so geht's nicht. So rum. So. Was ist denn das? Fahrstuhl! Auch noch dabei. Ey, ist das geil, ist das toll? Was soll das? Die Metallkisten sind äußerst widerstandsfähig. Die römischen Ingenieure haben sie entworfen, um selbst die stärkste Erschütterung zu überstehen. Nur Obelix kann sie zerstören. Aber du, Asterix, musst erst Zaubertrank trinken, bevor du sie in Stücke hauen kannst. Ich habe gehört, dass die Kugeln, welche die Repetierkanone verschießt, sie auch zertrümmern können. Aber ich konnte es bisher nicht überprüfen. Ja, dann verlassen wir uns erstmal nicht. Ist ein Relaispunkt. Gehe mit Asterix hinein, um die Kontrolle von Obelix zu übernehmen. Und umgekehrt. Ich finde es schade, dass dieses Spiel kein Koop-Modus hat. Das würde uns sehr praktisch kommen.
Aha. Aha. Römische Goldhelme von Generälen wahrscheinlich. Ah, oh, 20. Da gibt's Punkte. Ey, ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich freue mich so.